Einige der schönsten Ecken Berlins liegen vor 100 Jahren noch außerhalb der Stadt. Erst 1920 entsteht Berlin, wie wir es heute kennen. Zum Jubiläum von Groß-Berlin haben wir ein Jahr lang die schönsten Kieze besucht. Von West nach Ost, vom Norden bis in den Süden. Heute geht es nach Kreuzberg, Treptow, Neukölln, Tempelhof, Steglitz und Schöneberg. Berlin, eine Stadt voller Überraschungen. Du hast Stadtteile, die haben eine Ruhe, eine Aura. Dann hast du Stadtteile, die so knistern, die voller Farbe sprühen, die du gar nicht so verorten wirst, dass es eine Stadt ist, sondern das sind. Und das macht für mich den Reiz von Berlin aus, dass ich mich schwer tun würde, Berlin zu beschreiben. Deshalb trifft es am besten zu, wenn man sagt, Kesselbund ist. Ich liebe Berlin. Ich liebe es wirklich. Und noch bezahlbar. Noch ist es bezahlbar. Du kannst in Berlin unheimlich viel Spaß haben, wenn du wenig Geld hast. Der Berliner an sich ist ja immer auf Krawall. So. Und wenn du das so nüchtern betrachtest, wenn du von woanders kommst, denken ja auch die Leute immer Berlin. Oh Gott, Berlin, das ist. Aber so als Berliner, man liebt trotzdem diese Stadt. Berlin ist irre, groß und vielfältig. Wie viele Kieze es gibt, weiß niemand so genau oder wie groß sie sind. Und über den Namen können sich manchmal selbst die Nachbarn nicht einigen. Die Redaktion hat die schönsten Kieze ausgesucht. Eine Jury aus 40 Berlin-Expertinnen und Experten hat abgestimmt. Hier das Ergebnis: die schönsten Kieze im Berliner Süden. Platz 30, Rudow. Wie heißt es so schön? Berlin ist ein Dorf. Dass da was dran ist, zeigt sich hier ganz im Süden von Neukölln. Rudow, das ist Landleben am Rande der Großstadt. Meine Eltern lieben Rudow. Also sie könnten sich, glaube ich, keine andere Ecke mehr vorstellen, wo sie wohnen. Die haben sich da wirklich eingerichtet. Die wohnen da jetzt seit 30 Jahren in diesem Häuschen. Haben sie selbst aufgebaut, selbst renoviert und restauriert. Und die leben da in einem Idyll. Da kann man nicht mehr weg. Nein, das sind nicht die Eltern von Jurassica, sondern Monika und Klaus Steinke, zwei andere Rudow-Fans. Bleibt dem Ehepaar bei so picobello gepflegten Beeten überhaupt Zeit für Urlaub? Nee, machen wir auch nicht mehr. Jedenfalls nicht in dem. Nicht so lange. Von Juni bis August, Sommer. Ja. Nicht im Sommer. Ja. Genau. Aber verlassen Sie eigentlich noch groß Ihren Garten? Sie sind fast immer hier, oder? Es spricht viel dafür und das wird immer mehr, ja. Immer intensiver, ja. Was machen Sie im Winter? Da haben wir da eine Scheibe, wo wir rausgucken. Rudow, eine gefragte Wohngegend. Seit Christi Geburt. Die freundlichen Siedlungshäuschen hier in der Wegerichstraße stehen auf einer fast 2000 Jahre alten Siedlung, deren Reste bei wissenschaftlichen Grabarbeiten nun ans Licht unserer Tage gefördert werden. Die deutlich sichtbare Verfärbung zeigt einen in den Lehmboden gegrabenen Brunnen an, zu dem man im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus auf Stufen hinabstieg. Gleichzeitig wurden aber in der letzten Zeit auch Gräberfelder aufgefunden, deren Urnen rund doppelt so alt sind, also etwa 3000 Jahre. Ja, Rudow war natürlich toll. Also Rudow wohne ich ja. Also Rudow war ja damals, da war ja die Mauer dann zu Ende. Als Dörferblick, Rudower Höhe, da ist man damals so mit 18 Auto, ist man dahin gefahren. Also im Dörferblick, da hat man nicht knutscht, also unten am Parkplatz, da ging's zur Sache. Nur einen Steinwurf von Rudow entfernt, Platz 29, Bukow. Noch vor 150 Jahren prägen Feuchtwiesen die Landschaft. Nach der Trockenlegung wächst Bukow, zunächst ganz langsam. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Und die Menschen, die hier wohnen, hängen an ihrer Scholle. Und wenn sie einmal in der Innenstadt etwas zu besorgen haben, dann sagen sie, wir fahren nach Berlin. In den 60er Jahren kommt Berlin nach Bukow. Mitten auf dem Acker entsteht eine gewaltige Neubausiedlung, die Gropiusstadt. Heute
Ein Kiez im Kiez. Ich glaube, das Konzept, was sie damals vorhatten, ist nicht aufgegangen. Man hatte ja versucht, so ist es, was ich so weiß, ist aber gefährliches Halbwissen. Wir bauen da jetzt mal so Hochhäuser hin mit, was waren die haben, 14 Stock, bestimmt. Einfach in so eine ein Familienhaussiedlung. Bam, in die Mitte, weil dann bringen wir die zusammen. Völlig ungeachtet dessen, dass das nicht funktioniert. Ach, also ich finde die Gropiusstadt faszinierend. Ich finde das unglaublich. Und wenn man auch aus Berlin rausfährt im Süden, kann man es ja über die Felder auch sehen. Und das ist so ein beeindruckender Anblick. Also die Gropiusstadt ist natürlich schon auch ein bisschen mehr assi, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Früher war es auf jeden Fall so. Ich hatte viele Freunde aus meiner Schule, die da auch gewohnt haben. Und natürlich ist eine Hochhaussiedlung was ganz anderes. Ich habe in einem Familienhaus gewohnt, in unserer ganz ruhigen Ecke. Ich fand das aber tatsächlich als Jugendlicher damals doch sehr aufregend, weil es mal so ein bisschen, da war ein bisschen Schmackes hinter, so, wenn man da mal so war, ne? Platz 27, Altmarienfelde. Der Kalte Krieg macht das geruhsame Marienfelde berühmt. Im Notaufnahmelager kommen ab 1953 all die Menschen unter, die aus der DDR nach West-Berlin flüchten. Heute ist das Haus ein Museum. Meine Mutter, die war Grenzgängerin. Wir lebten in Treptow und sie hat aber im Westen gearbeitet. Und dann war ich aber immer bei den Großeltern im Osten. Und dann waren halt die Fobos, die kamen und haben gesagt, wir haben gehört, ihre Tochter, die ist doch in den Westen gegangen. Und jetzt ist aber die Enkelin immer hier und sie trinkt unseren sozialistischen Babys die Milch weg. Und dann hat meine Oma zu meinem Opa gesagt, ey, Schnurzel, das war sein kurzer Name. Wir bleiben hier nicht, wir gehen auch in den Westen. Und dann haben die halt, das war früher so, mit dem, was sie am Leib hatten, konnten ja nichts mitnehmen, sind sie mit der U-Bahn zu Westbesuch gefahren und dann eben drüben geblieben. Und dadurch war meine Uroma, meine Oma, mein Opa, meine Tante und ich dann in diesem Lager. Das ist der Dorfkern von Altmarienfelde. Hierher verschlägt es zu allen Uhrzeiten Leute auf der Suche nach Hühnereiern. Bauer Lehmann hat nämlich einen Eierautomaten auf seinem Hof. Einfach Geld einwerfen und dem Omelett steht nichts mehr im Wege. Wer will, kann sich auch im Hofladen bedienen lassen. Marienfelde ist kein Kiez der Superlative. Dennoch, versteckt auf einem Industriegelände steht die größte Modellrennbahn Europas. Auf 6 Spuren flitzen die Autos 68 Meter im Kreis. Ein Hobby, nicht nur für Kinder. Man muss auch feinfühlig sein in den Fingern. Also ich zum Beispiel fahre jetzt hier mit Zeigefinger, also hier so mit Pistole, so, und dann fahre ich halt so, und man braucht ein bisschen Feingefühl hier in den Fingern, sollte jetzt hier nicht als Bauarbeiter herkommen, bei zerkloppten Fingern. In der Werkstatt wird fein getunt. Bis zu 900 Euro kann so ein Flitzer kosten. Haben Sie auch so eine Liebe zu Ihrem richtigen Auto oder nicht so? Ich komme aus der Kfz-Branche, ich bin Kfz-Meister, also von daher, ja, ich habe so eine kleine Liebe auch zu meinem Auto. Vielleicht manchmal ein bisschen viel. Sie sind Kfz-Meister. Also Sie beschäftigen sich praktisch von morgens bis zum Schlafengehen mit Autos. Ja. Ja, okay. Ich bin über 30, also weit über 30 inzwischen schon, ja, und ich spiele noch mit kleinen Autos. Naja, mit großen. Ja. Ja. Wobei, das macht mehr Spaß. Ja. Und wenn hier wieder Rennen gefahren werden, geht es richtig zur Sache in Altmarienfelde. Auch auf Platz 27 mit gleicher Punktzahl Lichtenrade. Ein gemütlicher Kiez. Da war nicht los. Da ist heute noch nicht los. Na, so ganz stimmt das nicht.
Wir erinnern nur an das Dackelrennen von 1981. Das Locken mit Würstchen oder anderen essbaren Dingen war verboten. Aber sonst durften Herrchen und Frauchen so ziemlich alles tun, um den Dackel zum Laufen zu bringen. Sie liefen auch, aber nicht unbedingt immer dahin, wo sie sollten. Dorfteich, Kirchturm, Altbauten und wenig Action. In Lichtenrade ist die Welt noch in Ordnung. In Lichtenrade aufzuwachsen war sehr schön. Also ich wünsche jedem Berliner Kind eigentlich, dass es in Lichtenrade aufwachsen kann. Ich hatte da wirklich eine wahnsinnig schöne Kindheit. Wir hatten das Wäldchen direkt, die Nachtbucht direkt hinterm Haus, den Waldspielplatz. Und das klingt dann schon so, ne? Das klingt schon richtig nach Vorstadt. Und es war auch lange Jahre so, ich habe ja nie die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, weil ich ja immer nur Lichtenrade mit meinem Fahrrad unterwegs war. Und es war jahrelang so, dass wir in die Stadt gefahren sind. Nach Steglitz. Zum Einkaufen. In die Stadt. Und da habe ich meinen Zivildienst in einer Kindereinrichtung gemacht, die schwer erziehbare Kinder von Drogensüchtigen betreuen. Also es war schon harter Tobak, starker Tobak. Und das war aber direkt im alten Herz von Lichtenrade, im Domstift heißt die Straße und Alt-Lichtenrade, da ist halt so eine alte Feuerwache, da war auch unsere Einrichtung drin, da ist so ein Dorfanger und da sind wirklich das Kopfsteinpflaster und da sind halt so richtig kleine alte Höfe und Häuser, es ist so ein bisschen wie in Rixdorf, aber viel schöner als in Rixdorf und das ist wirklich ganz süß. Veränderungen? Beinahe ein Fremdwort in Lichtenrade. Familie Reisel serviert in ihrem Restaurant seit rund 130 Jahren deutsche Hausmannskost, wie Rinderrouladen oder Zwiebelrostbraten. Chefin Monika Reisel freut sich, dass sich auch neue Gäste hierher verirren. Habe ich festgestellt, dass sehr viele neue Gäste kommen, auch jüngere, und die halt unser Lokal jetzt entdeckt haben. Und weil ich dann auch gesagt habe, ach, wir sind hier vor 2 Jahren hergezogen, haben sie jetzt gerade entdeckt, finde es richtig toll hier. Ich sage, warum zieht man nach Lichtenrade? Und er sagt, ja, es hat immer noch eine gewisse Anziehungskraft, dass hier noch auch noch eine Ruhe ist. Also die möchten nicht unbedingt Prenzlberg oder Friedrichshain haben. Weiter geht's auf unserer Tour durch die schönsten Kieze im Berliner Süden zum Kranoldplatz in Lichterfelde Ost. Unser Platz 26. Was Lichterfelde Ost von Lichterfelde West unterscheidet, erschließt sich dem Rest Berlins nicht auf den ersten Blick. Das sind ganz feine Unterschiede. Also Lichterfelde West ist ein bisschen eleganter, hat nicht unbedingt die größeren Häuser, aber die architektonisch oft interessanteren, ist auch ein bisschen homogener, es ist besser durchgeplant, viel besser durchgeplant. Lichterfelde Ost ist ein bisschen mehr durcheinander, wenn man so will. Durch Lichterfelde verläuft einst eine wichtige Handelsstraße. Die zieht Bauern an und bringt dem Ort seinen Namen. Das ist eine ganz bekannte Geschichte und können wir ziemlich genau datieren. Es geht um das 12., 13. Jahrhundert. Kommen, Tausende von Flamen und von Holländern in die Mark Brandenburg vor allen Dingen, in die Altmark und überhaupt nach Brandenburg. Und im Zuge dieser Übersiedlung sind jede Menge Ortsnamen übertragen worden, darunter auch Lichterfelde. Sie benennen den neuen Ort nach dem alten, den sie kennen. Das hat der Ort Lichterwelde in Belgien garantiert nicht zu bieten. Einen Fliegeberg. Von diesem Hügel aus startet Otto Lilienthal seine Flugversuche. Ein Denkmal erinnert an den Flugpionier.
Wer sich an Kirschblüten nicht satt sehen kann, kommt in Lichterfelde auf seine Kosten. Ganz im Süden, an der Grenze zu Teltow, steht auf dem ehemaligen Mauerstreifen eine Kirschbaumallee. Die Idee dazu kommt, wie kann es anders sein, aus Japan, dem Land der Kirschblütenverrückten. Ein japanischer Fernsehsender hat die Allee gestiftet. Platz 25, Lankwitz. Gleich neben der alten Dorfkirche, da grasen sie, die Schafe von Martin Häsner. Die Tiere kümmern sich ganz nebenbei um die Pflege der Grünanlagen. Eigentlich ist der Lankwitzer Schäfer von Beruf Musiklehrer, doch die Tiere haben sein Leben bereichert. Also ich erlebe, seitdem ich die Schafe habe, immer noch mehr Gutes, weil Leute, die hier zuziehen, die das erste Mal die Idylle mit den Schafen erleben, die sagen, hier wollen wir ja nie wieder weg. Und es gibt immer mehr Leute, die ganz bewusst auch in diese Dorfidylle kommen, weil sie die Dorfidylle haben und die Großstadt trotzdem ganz in der Nähe. Früher war Lankwitz jedem Tierliebhaber ein Begriff. Seit 1901 sorgt man sich im Tierheim Lankwitz um Hunde, Katzen und all die anderen Berliner Haustiere. Wenn Hasso oder Mieze bei einer Entdeckungstour verschwinden, wird erstmal in Lankwitz durchgeklingelt. Tierschutzverein Tierheim Lankwitz, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Hübner. Bitte schön. Hier ist mein Hund entlaufen. Ja. Hund. Wann denn bitte? Vorgestern Abend. Und wo? Schöneberg. Hat er Steuermarke oder Halsband umgehabt? Kette hat er um. Kette? Ja. Kettenhalsband. Einen Moment mal, ist Rüde oder Hündin? Ein Rüde. Ein Rüde. Ja, hier ist sowas Ähnliches da. Ja. Mittlerweile ist das Tierheim Lankwitz Geschichte. Es ist umgezogen nach Lichtenberg. Auf dem Grundstück stehen nun Einfamilienhäuser. Nach wie vor gibt es viele Tierfreunde im Kiez. Beim Verein für Schutz- und Begleithunde kümmern sich ehrenamtliche Ausbilder seit fast 70 Jahren um die Erziehung der Vierbeiner. Ich finde einen unerzogenen Hund Katastrophe. Die Leute, die den Hund nicht in die Gewalt haben, wenn die sitzen oder Platz sagen oder was, dann hat der Hund da hinzulegen oder zu sitzen. Ich finde es unmöglich, wenn die Hunde also der Chef ist. Und je mehr Hunde wir im Bezirk haben, die ausgebildet sind oder die erzogen sind, desto einfacher ist es mit der gesamten Gesellschaft. Wir trainieren letztlich eher mehr die Besitzer als die Hunde. Ne? Die Hunde verstehen viel schneller als die Besitzer. An sich trainieren wir die Besitzer. Das ist also, das ist ganz klar. Wissen das die Besitzer? Nee. Das gemütliche Lankwitz ist nicht nur bekannt für seine Tierliebe. Der Kiez hatte früher auch einen Hang zum Showgeschäft. Bevor ein Hollywood-Film in die hiesigen Kinos kam, machte er zunächst in Lankwitz Station. Wenzel Lüdecke, ich meine, das war die Synchronfirma. Da wurden alle Weltfilme letztendlich synchronisiert. Und dann wurde dieses Gebäude abgerissen. Es ist nicht ein Stein mehr davon da. Nichts ist übrig geblieben. Auch ohne Draht nach Hollywood, Lankwitz ist immer noch eine gute Adresse. Platz 24, Altmariendorf. Mariendorf ist Mariendorf. Ich möchte da nicht begraben sein. Da wohnen halt so, tut mir jetzt schon leid, wenn ich das sage, die Leute, mit denen ich früher zur Schule gegangen bin und die schon früher langweilig waren, jetzt immer noch langweilig sind, die wohnen jetzt in Mariendorf. Und das sagt eigentlich alles. So ist es halt. Der eine liebt seinen Kiez, der andere möchte nix wie weg. In Altmariendorf gibt es wirklich schöne Ecken, zum Beispiel die Monopolsiedlung, erbaut in den 20er Jahren für die Angestellten der Reichsmonopolverwaltung. Diese kontrolliert die Herstellung und den Vertrieb von Branntwein. Ach ja, und dann ist da ja noch
Die Trabrennbahn Mariendorf. Und wir hatten natürlich die Trabrennbahn Mariendorf. Und da war ich immer mit meinen Eltern. Jedes Wochenende. Ich weiß genau, wie das riecht. Ich weiß genau, wie diese Treppenhäuser. Und dann gab es an jedem zweiten, konntest du dir dann so Süßigkeiten auch kaufen. Und dann da, wo sie die Wettscheine, oh Gott, das war so toll, wenn ich jetzt daran denke. Das war wirklich eine ganz besondere Zeit. Mein Gott, haben wir da viel Zeit verbracht. Ich glaube, meine Eltern waren echt spielsüchtig, wenn ich das jetzt mal so überlege. Wir waren da mit Freunden von meinen Eltern, so eine ganze Clique. Wir waren da jedes Wochenende. Und ich hatte wirklich eine schöne Kindheit. Auf der wichtigsten Trabrennbahn Deutschlands hat er an diesem Wochenende das Sagen. Helmut Biendl saß früher selbst sehr erfolgreich im Sulki und sorgt nun dafür, dass alles seine Ordnung hat. Jetzt bin ich heute Rennleiter. Macht Ihnen das Spaß? Nein. Warum nicht? Weil ich unpopuläre Entscheidungen treffen muss, weil ich aus meiner langjährigen Erfahrung heraus weiß, wie die Fahrer ticken und weil die Leute uneinsichtig sind und weil es sich nicht so verbessert, wie man sich das manchmal wünscht als Schiedsrichter. Jetzt wird ja um jeden Meter gestritten. Müssen Sie manchmal laut werden? Nein, das versuche ich zu vermeiden. Laut werden immer die anderen. Okay, dann noch viel Spaß. Ja, danke. Mittlerweile reist Helmut Biendl nicht mehr als Rennleiter durch Deutschland. Es hat ihm offenbar wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Von Tempelhof weiter nach Kreuzberg. Platz 23, Südstern. Einmal im Jahr beim Karneval der Kulturen herrscht Ausnahmezustand. Sonst geht es in dem Kiez sehr entspannt zu. Der laute Hermannplatz ist nur ein paar Straßen entfernt. Davon merken die Anwohner nichts. Für Kreuzberger Verhältnisse ist die Gegend rund um den Südstern ein eher teures Pflaster. Selbst in unseren teuren Kiezen ist es verglichen mit den teuren Kiezen von Frankfurt, München, Hamburg oder gar Paris und New York, ist es echt noch preiswert. Traumhaft. Diese ganze Ecke ist sehr, 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 sehr schön. Fußballspielen hat am Südstern Tradition. Der Verein Türkiyemspor startet in den 80er Jahren so richtig durch. Heute ist er einer der bekanntesten türkischen Fußballclubs Deutschlands. 2004 verändert sich die Fußballwelt, denn seitdem kicken hier auch Frauen und Mädchen. Studentin Dilan Gül ist eine der Trainerinnen. Ich glaube, es ist einfacher, als Jungs zu trainieren. Weil klar hat man, glaube ich, bei Mädchen eher diese zickigere. Aber bei Jungs, finde ich, ist das Ego-Problem viel höher. Darauf hätte ich persönlich keine Lust. Also, dass alle nur im Sturm spielen wollen und jeder will die 9 oder die 10 sein, das haben wir Gott sei Dank hier nicht. Pubertär sind sie alle in einem bestimmten Alter, aber sonst nicht. Sind liebevoller als Jungs, glaube ich, die Mädchen. Und dankbarer, habe ich das Gefühl. Ja. Und die Mädchen fühlen sich wohl im Bezirk. Der Bezirk ist halt extrem gemischt von Kulturen und alles und ist halt ganz cool. Ja, es ist cool hier. Erstmal. Erwachsen bin, dann möchte ich raus aus Berlin, aber so auf jeden Fall noch so die nächste. Also solange ich halt noch in Berlin bin, will ich hier sein, aber wenn ich erwachsen bin, will ich raus aus Berlin. Warum? Keine Ahnung. So die ganze Zeit in einer Stadt sein ist langweilig und so ein bisschen Welt erkunden und so, ne? Der nächste schöne Kiez im Süden Berlins liegt in Steglitz.
Platz 21, Lichterfelde West. Lichterfelde finde ich sehr, also es gibt sehr viele Häuser und Familien und das ist, es ist bestimmt nett. Ehrlich gesagt, es ist mehr als nett hier. Die Einkaufsgegend rund um den S-Bahnhof Lichterfelde West hat sich im Laufe der Jahrzehnte kaum verändert. Warum auch? Bereits seit 1894 verkauft Familie Osche hier am Platz Haushaltswaren. Am Anfang hieß das noch Siedlerbedarf, denn die Villenkolonie für Berlins Besserverdiener ist gerade erst im Entstehen. Heute haben die Kunden andere Bedürfnisse. Aber ich denke, wenn sowas funktioniert, dann in so einer Gegend wie hier. Und da ist wiederum auch dieses Kiezwesen ganz wichtig bei dieses Miteinander. Ich sage jedem, der reinkommt und sagt, das werden sie uns bloß erhalten, sage ich auch immer, solange sie kommen, gerne. Das kann nur miteinander funktionieren. Lichterfelde West ist eine traumhaft schöne Gegend, sozial natürlich sehr homogen mit diesem schönen, ja, kleinen Villen, Einfamilienhäusern, mit diesem wunderbaren Bahnhofsplatz. Das ist ein ganz eigenes soziales Milieu. Durchs Milieu rollen bis zu ihrem Abzug 1994 die Panzer der amerikanischen Armee. Die Alliierten waren stationiert in den Andrews Barracks, ursprünglich die Hauptkadettenanstalt der preußischen Armee. Heute ist in den eindrucksvollen Kasernenbauten das Bundesarchiv zu Hause. Ebenfalls auf Platz 21 mit gleicher Punktzahl, Britz. Frühling in der Onkel-Bräsig-Straße. Ein Traum in Rosa. Alltag für den Postboten Stefan Palm. Der trägt in der Hufeisensiedlung seit 10 Jahren die Post aus und erinnert sich sogar an noch schönere Zeiten. Dass die Straßen so wie so ein Bogen oben rüber waren, dass die so weit rüber gewachsen sind, die Bäume, dass das wirklich aussah wie so ein Tunnel eben halt, wa? Also das gefällt Ihnen jetzt nicht mehr? Doch schon, das gefällt mir schon, weil wie gesagt, ich hab's ja jedes Jahr, hab ich's ja hier. Meckern auf hohem Niveau, oder? Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, Bekannte von uns, die haben so eine Haushälfte gekauft gehabt. 750.000 Mark hat die gekostet. Das war in Neukölln. Das war Britz, genau. Und das war so, da sind wir hingefahren. Die haben Garten. Da hat die so Stachelbeeren an der Seite. So Stachelbeeren. Ich weiß heute noch, ich habe mir jetzt Stachelbeeren gekauft, eine Pflanze, wo meine Freundin sagt, du isst doch gar keine Stachelbeeren. Sag ich, nein, ich hasse Stachelbeeren. Aber ich möchte diesen Strauch haben, so Stachelbeerenstrauch. Erinnert mich an meine Kindheit, da ist man so hingefahren, weil denen ging's gut. Das Tolle, jeder kann heute Britzer Lebensgefühl tanken, zumindest für ein paar Nächte. Ben Buschfeld und seine Frau haben ein Haus gekauft, das der Architekt Bruno Taut entworfen hat. Sie vermieten es als Ferienwohnung, originalgetreu möbliert. Wir haben zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass wir auch relativ viele Berliner Gäste haben und auch relativ viele junge Gäste. Also es gibt eine Besuchergruppe, die macht vielleicht 20% aus. Das sind End-20er, Anfang 30er Berliner Pärchen, die irgendwo in Kreuzberg, Prenzlberg wohnen und mal eine ganz andere Facette ihrer Stadt entdecken wollen. Über ein Jahr lang haben wir die schönsten Kieze Berlins gedreht und entdeckten dabei gleich hinter der Hufeisensiedlung eine neue Britzer Sehenswürdigkeit, den Murugan-Tempel. Aus Sri Lanka stammende Tamilen haben diesen farbenfrohen Hindu-Tempel 2013 eingeweiht. Heute feiert die Gemeinde das Neujahrsfest. Doch nicht alle können mitfeiern.
Sagita Nityanantan darf nicht hinein. Wenn jetzt die Frau in der Periodenzeit ist, dann darf man nicht in den Tempel gehen. Wenn irgendjemand aus dem engsten Familienkreis gestorben ist, dann darf man auch nicht in den Tempel gehen. Bei uns jetzt, wir haben ein neues Familienmitglied, dann dürfen wir halt nicht für 2 Wochen in den Tempel gehen. Vermissen Sie das jetzt? Ja, eigentlich schon. Genau, weil heute ist ja halt Neujahr und wir gehen jedes Jahr immer dahin und weiß nicht, jetzt ist es halt, wir haben auch schon meiner Tante immer gesagt, schieb es so weit nach hinten, wie es geht. Aber ja. Und auf Platz 20, Kreuz Köln. Man nehme Neukölln und das Lebensgefühl von Kreuzberg. Schon hat man Kreuz Köln. Der Kiez zwischen Sonnenallee und Landwehrkanal ist vor 20 Jahren noch eine sehr günstige, aber keine besonders sehenswerte Ecke Berlins. Dann ziehen Künstler und Studenten hierher, die sich Kreuzberg nicht mehr leisten können. Ein neues Szeneviertel ist geboren. Ich habe mal am Hermannplatz gewohnt, eine ganze Zeit. Das war auch eine Erfahrung, muss ich mal sagen. Das ist auch ein wahnsinnig spannender Teil von Berlin, weil der sich, also da gucke ich manchmal heute, wenn ich da langlaufe und denke, was? Was ist denn hier passiert? Das ist ja wirklich so abgewrackt an vielen Ecken und dann ist da aber so mittendrin im Sperrmüll sozusagen, ist dann da so ein kleiner Hipster-Brezelladen oder so, wo du denkst, hä? Der Markt am Maybachufer, eine Institution im Kiez. Anatolien beginnt am Maybachufer. An der Bezirksgrenze zwischen Neukölln und Kreuzberg ist freitags Türkenmarkt. Andere Kunden, andere Gewohnheiten. Obst und Gemüse wird vor dem Kauf eingehend geprüft. Es darf berührt und selbst sortiert werden. Zweimal das große Bund hier. Die wenigen deutschen Händler haben sich mittlerweile auf die Gebräuche der türkischen Kunden eingestellt. Aber ganz ohne türkische Mitverkäufer läuft das Geschäft nicht. Nicht nur das Kaufverhalten und Angebote haben sich am Maybachufer geändert. Wie Kenner behaupten, haben mit der Zeit auch die Deutschen ihre Essgewohnheiten umgestellt. Spezialisten aus der ganzen Stadt kommen zum Peperoni, Zucchini, Auberginen oder Schafskäse-Einkauf eigens nach Neukölln. Mittlerweile zieht es die halbe Welt hierher. Nicht mehr wegen Zucchini oder Schafkäse, sondern für das gewisse Kreuz-Köln-Gefühl. Es kann sein, dass du quasi in einem Block unterwegs bist, wo die ganzen Bars und Cafés und Bagelläden irgendwie sind. Und du gehst nur eine Straße weiter und das ist voll mit Spielcasinos. Also das gibt's immer noch. Und ich wohne noch mitten in den Spielcasinos, also da bin ich auch froh drum, weil man einfach auch ein bisschen es ruhiger hat, auch abends. Und genau, und also ich bin jetzt kein Freund von Wettspielen, aber ich will nur sagen, auf jeden Fall ist es, ich wohne noch in der Gegend und das merke ich immer, weil wenn ich tatsächlich mal einen Kaffee trinken will oder so, so hippen Kaffee trinken möchte, da muss ich dann wirklich rüber irgendwie in einen anderen Block quasi. Von Neukölln geht's weiter nach Schöneberg. Platz 19. Die Rote Insel. Kein Wasser, sondern 3 Bahnstrecken umfließen diese Berliner Insel. Na, die Rote Insel ist, das ist Leberstraße, Gotenstraße, Marlene Dietrichs Heimat. Da kommt die her. Das wusste ich nicht. Ach Mensch. Leberstraße 65, das Geburtshaus der Filmdiva. Das war in Schöneberg im Monat Mai. Ein kleines Mädchen war auch dabei.
das hat den Buben oft ungern geküsst, wie das in schöner Werk so üblich ist, wie das in schöner Werk so üblich ist. Das ist tatsächlich mein Kiez. Ja, das ist sozial extrem homogen, war Industriearbeiterschaft, bei ganz wenigen Firmen auch in der relativen Nähe beschäftigt. Viele Leute auch aus dem Gaswerk, das dort stand. Ganz wichtig eben auch politisch extrem homogen. Ja, das heißt eben nicht umsonst die Rote Insel. Sehr lange, die auch nicht mal zur Nazizeit wirklich geknackt wurde. Ja, also die Nazis haben sich redlich angestrengt, um da ihre Leute unterzubringen und so, aber das hat im Großen und Ganzen nicht geklappt. Also ich finde es großartig. Ich bin zunehmend auf der Roten Insel, weil das wie so eine, also es ist tatsächlich eine Insel. Dass dadurch, dass auch vieles, also es gibt zwar die Leberstraße, die einmal durchführt, wo ja auch der Bus durchfährt zum Südkreuz, also da ist es so ein bisschen wuselig, aber rechts und links davon, das ist eine Idylle, das findet man kaum noch, finde ich, weil das, man kommt mit dem Auto schlecht durch, man kommt auch nirgendwo hin, also es gibt keinen Grund, außer als Anwohner da durchzufahren. Und diese herrlichen Altbauten, die es da gibt, das ist wirklich ein ganz, ganz toller, sehr ruhiger, irgendwie grüner, alter Kiez. Ein Kiez mit der ungewöhnlichen Königin-Luise-Gedächtniskirche im Mittelpunkt. Die Rote Insel. Von Schöneberg nach Treptow in den Südosten Berlins zum nächsten Kiez. Unser Platz 18. Adlershof. Wohnen und Wissenschaft. Ein Kiez wie kein zweiter. Adlershof ist ja so ein Gemisch, ne? Da gibt es auf einmal diese komischen Autozentren, die irgendwie so futuristisch aussehen. Dann hast du vom Humboldt-Campus eine relativ eigentlich gelungene Baute. Und dann kommt das Adlergestell und das ist schon was für Fans. Also das muss man schon sehr mögen. Berühmt wird Adlershof als Standort des Fernsehens der DDR. Nachrichten, Kindersendungen, Unterhaltungsshows, alles wird in den Fernsehstudios produziert. Für die Kinder aus der Nachbarschaft eine Stadt der Illusionen. Und da war natürlich dann Adlershof, das war so wie, hier werden die großen Filme gemacht. Ein Filmlustspiel, reich an grotesken und komischen Situationen, steht am Beginn der weiteren Sendefolge, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Ich habe das als Kiez nie wahrgenommen, sondern Adlershof war für mich der Ort, wo das DDR-Fernsehen war und die Stasi ihre Panzer hatte. Das war komischerweise. Wir sind da nicht oft gewesen. Meine Mutter hat ja für Radio, also für Berliner Rundfunk gearbeitet, fürs Radio. Das heißt, die war eher an einer Leperstraße. Aber mein Vater, mein leiblicher Vater, mit dem ich wenig zu tun hatte, der war da in Adlershof auf dem Gelände. Und deswegen war das für mich immer, irgendwo hier ist mein Vater. Aber so genau wo, weiß ich auch nicht. Adlershof ist im Endeffekt Standort des DDR-Fernsehens gewesen und ist heute wieder Fernsehstandort. Vor über 100 Jahren befindet sich hier das größte Pressezentrum der Welt. Platz 17. Das Zeitungsviertel in Kreuzberg. Zu dem Viertel am ehemaligen Mauerstreifen gehört auch der berühmte Checkpoint Charlie, Friedrich-Ecke-Zimmerstraße. Guck mal, ich bin an der Puttkammer Straße aufgewachsen und wir hatten einen Hund, ja. Und dann ist man an der Mauer spazieren gegangen. Da gab es ja diese Holz Aussichtsplattform, wo du so rüber gucken konntest. Und wenn du dann so die Friedrichstraße runter guckst, das ganz hinten hast du dann so in so einen Trabi lang gedonnert. Und da stand ich schon als Kind und habe es nicht verstanden. Ich hab das nicht verstanden, wie doch, wenn bei uns regnet, regnet es doch da auch. Wenn bei uns die Sonne scheint, ist doch wir, die haben doch auch Weihnachten wie wir. Also wie kann denn nicht sein, dass das eine komplett andere Welt ist?
Auch die Welt in West-Berlin ist nach dem Bau der Mauer eine andere. Viele Schaufenster sind staubig. Die Geschäftsleute warten auf Kunden. Hier an der einst so belebten Ecke Linden- und Zimmerstraße im alten Berliner Zeitungsviertel. Einige Läden haben nach dem 13. August gar nicht mehr aufgemacht. Andere werden wohl bald schließen. Es lohnt nicht mehr, seit die Mauer da ist. Und auf ein Wunder wartet hier niemand. Die Zimmerstraße hat sich mittlerweile neu erfunden. Und da ist so viel zerstört worden im Krieg und da ist so ein architektonischer Mischmasch entstanden. Da prallen so Extreme aufeinander. Da gibt es eben das alte Gebäude des Jüdischen Museums, direkt das neue da gegenüber. Dann auf der anderen Seite die alte Blumenmarkthalle. Da passen die Bauten irgendwie alle nicht so wirklich zueinander, aber das ist ja auch typisch für Berlin. Hinter dem Jüdischen Museum in der Alexandrinenstraße, in einem unscheinbaren Grünstreifen, da liegt er, der Mittelpunkt Berlins. Genauer gesagt, der mathematisch berechnete Flächenschwerpunkt. Das wusste ich nicht. Da ist der Mittelpunkt von Berlin. Ach, ist ja irre. Das ist ja bei mir quasi fast um die Ecke. Ach, da muss ich mich mal raufstellen. Ich weiß zwar nicht, was ich dann davon habe, aber ich werde mich da mal raufstellen. Weiter nach Schöneberg. Die Karl-Zuckmeier-Brücke im Rudolf-Wilde-Park ist eine der schönsten Brücken Berlins und gleichzeitig ein U-Bahnhof. Sie liegt in unserem nächsten Kiez. Auf Platz 16, Alt-Schöneberg. Dass sich hier das Rathaus befindet, ist kein Zufall. Gleich um die Ecke in der Hauptstraße steht schon im Mittelalter ein Dorf namens Schöneberg. Das alte Schöneberg ist ja weg. Das ist dem Autoverkehr geopfert worden, dem Ausbau der Potsdamer Straße, schon in der Kaiserzeit. Dominikus Ecke Hauptstraße geht Ende der 50er Jahre der Abriss weiter. Die im Krieg beschädigte Paul-Gerhardt-Kirche wird gesprengt. 1962 wird um die Ecke aufgeräumt. Der Verbreiterung der Dominikusstraße in Schöneberg steht seit längerer Zeit dieses Haus im Wege. Ein Gastwirt weigerte sich, sein Restaurant zu räumen, da er die Entschädigung für nicht angemessen hielt. Das Bezirksamt Schöneberg wurde jetzt durch Gerichtsurteil in die Räume eingewiesen und ließ diesen Beschluss heute Vormittag um 10 Uhr durch einen Obergerichtsvollzieher vollstrecken. Und wenn die letzten Möbelstücke, die Theke und sonstiges Mobiliar ausgeräumt sind, beginnt die Spitzhacke ihr Werk, um Platz für die neue Straße zu schaffen. Auf einem sehr kleinen, schönen Berg hat das letzte Relikt Altschönebergs überlebt. Die Dorfkirche, die älteste im Bezirk. Die Wiege von Schöneberg ist letztendlich da, wo die Millionenbauern wohnten. Also das Alt-Schöneberg ist ja gekennzeichnet durch eine Aue, wie das ja früher häufiger so war, und durch schöne ältere Häuser, so in der Nähe der Kirche. Und die sind deshalb so schön und so groß, weil die Schöneberger Bauern, als Berlin expandierte, ihre Felder verkauft haben und dann natürlich ordentlich Geld dafür bekommen haben und sich schöne in damals noch Vorortvillen bauen konnten. Deswegen sind das die Millionenbauern von Schöneberg. Der ehemalige Dorfkern, heute eine Hauptverkehrsstraße. Wieder nach Kreuzberg. Auf Platz 15 der Oranienstraßen-Kiez.
So abgerockt sieht es rund um die Oranienstraße noch 1981 aus. SO36, das ist Leben zwischen Döner-Kebab, Punk und Protest. Nur am Cottbusser Tor präsentiert sich der Kiez erschreckend modern. Ah, das hat mein Kiez, ne? Also, ich habe mal so böse gesagt, Gott hat das Cottbusser Tor einfach vergessen, weil es ist einfach so ein Elend da, was da manchmal ist. Aber irgendwie gehört das zu Berlin. Der Neubauklotz am Kotti, Kreuzberger Zentrum genannt, sollte nur der Anfang sein. Politiker wollten die Oranienstraße platt machen zugunsten einer autofreundlichen Stadt. Das sollte ja im Stück abgeräumt werden für die Autobahn. Dann sollte da Totalsanierung stattfinden, was dann ja nur am Cottbusser Tor so ein bisschen durchgesetzt werden konnte. Deswegen gibt es ja diesen riesen Riegel vom neuen Kreuzberger Zentrum. Das ist ja eine Scheibe, die künftigen Wohnquartiere schützen sollte vor dem Autobahnverkehr, also vor dem Lärm vom Autobahnverkehr, der entlang der Oranienstraße tosen sollte, also aufgestockt. Das war sogar als Hochbahn so geplant. Da war dann mal Mietwohnung hin, hier, dann kann der Schall da schön gegen diese Fenster donnern. Die Idioten, die da drinnen wohnen, haben halt Pech, aber uns sieht's gut. War cool. Ja, ein Glück, dass es nicht funktioniert hat. Auch ein Glück für die Kneipen- und Clubbetreiber. Wo sonst sollten abends all die abenteuerlustigen Touristen hin, auf der Suche nach dem ach so rauen Kreuzberger Nachtleben? Cottbusser Tor, das fetzt, das ätzt, das bleibt im Ohr. Platz 14. Der Schlossstraßenkiez. Nirgendwo sonst in Berlin haben die Leute so eine Auswahl an Geschäften wie in der Steglitzer Schlossstraße. Selbst der Kudamm kann da nicht mithalten. Also für mich als Lichtenradnerin war Steglitz und die Schlossstraße war der Ort zum Shoppen. Also man ist auch mal zum Kudamm gefahren, noch eine Ecke weiter, aber so eigentlich war so alles rund um den Bierpinsel war so dann so meine Shopping-Ecke und ich fand das immer schön. Ja, der Bierpinsel, der Name sagt alles. 1976 ist Eröffnung. Der Turm mit seiner eigenartigen Architektur, der über ein Jahr lang als Bauruine in der Landschaft stand, ist also nun doch endlich fertig. Doch heute nutzten 5000 Neugierige die Gelegenheit, sich schon einmal den sogenannten Bierpinsel von innen anzusehen. In der untersten Etage, 23 Meter über der Schlossstraße, ist ein Bier- und Weingewölbe eingerichtet, in dem es außer Flüssigkeiten auch kleine Gerichte zur Stärkung gibt. In der zweiten Etage befindet sich ein Barbecue-Restaurant. In der obersten Etage herrscht Kaffee-Atmosphäre vor. Kuchen und Torten können übrigens nicht nur hier verspeist, sondern auch mit nach Hause genommen werden. Schon eine ganze Weile gammelt der Bierpinsel so vor sich hin. Wie eine schlecht geschminkte alte Tante, die keinen Platz mehr hat im Hier und Heute. Wenn man da wenigstens so ein abgefahrenes für einen Freak irgendwie so ein Haus reinbauen würde, weißt du, so. Und da wohnt dann ein Mensch, der dann so einen tollen Ausblick hat, dann wäre das ja irgendwie so lebendig. Ich finde ja immer so eine Leichen furchtbar mitten in der Stadt. Der Qualität des Kiezes tut das keinen Abbruch. Da gibt es schöne alte Häuser auch. Sehr, 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 sehr schöne Dinger. Steglitz ist irgendwie ein abgefahrener, gesunder. Das fühlt sich immer wahnsinnig gesund an dort, der Bezirk. Und richtig abgefahren ist der Kiez vor allem in den kleinen, schönen Seitenstraßen. Auf Platz 13 das Gleisdreieck. Gleisdreieck war für mich auch ein weißer Fleck auf der Landkarte, bis dieser Park entstanden ist.
Und der ist ja wirklich mal eine Wucht. Also es ist eine derartig gute Idee. Wirklich einfach so eine gute Idee. Und es ist so schön da. Ein ganzer Kiez ist hier entstanden, rund um den neuen Park südlich des Potsdamer Platzes. Dieses Areal war einmal ein Güterbahnhof, der nach dem Zweiten Weltkrieg langsam aber sicher verwahrloste. Gleisdreieck ist zum Beispiel so eine ganz lustige Sache, wenn man sich das über längere Zeit beobachtet. Ich habe da ja auch doch sehr lange gewohnt. Und als ich da gewohnt habe, war also die Kreuzberger Seite vom Gleisdreieck hatte mit der Schöneberger Seite überhaupt gar nichts zu tun. Das waren zwei völlig verschiedene Kosmen. Ja, also die waren sich einig darin, dass sie beide die Westtangente nicht wollten. Aber ansonsten hatten die Seiten eigentlich auch sozial nichts miteinander zu tun. Man ist auch nicht auf die andere Seite gegangen, um in eine Bar zu gehen oder in ein Restaurant. Das hat sich völlig geändert. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und zwar durch diese fantastischen Gartenanlagen und Grünanlagen auf dem Gleis. Ich bin vor 6 Jahren in den Kiez gezogen und da war alles noch Brache. Und die haben es in den letzten Jahren ja zugebaut ohne Ende, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Also Leute sollen ja auch Häuser bauen. Und ein paar Freunde von mir wohnen auch in diesen Häusern und die sind tatsächlich bezahlbar, die Wohnungen. Außer natürlich die Penthäuser ganz oben. Wer braucht ein Penthouse bei so einem Park vor der Haustür? Die haben da einen Sandkasten hingebaut, dann sitzt man da irgendwie im Liegestuhl, die Kinder spielen im Sand und man trägt so ein selbstgebrautes, um die Ecke gebrautes Bier und isst noch ein leckeres, selbst hausgemachtes Himbeersorbet mit Basilikum oder so. Das ist schon toll, das ist einer meiner Lieblingsorte auch tatsächlich inzwischen. Und manchmal fährt mitten durch den Kiez ein Zug auf dem Weg ins Technikmuseum. Auf Platz 12, der Schillerkiez. Wer früher hier lebt, wohnt sehr verkehrsgünstig. Praktisch mitten auf der Landebahn. Berlin-Tempelhof, Neukölln. Täglich zwischen 7 und 22 Uhr wird das Leben der Bewohner im Gebiet um die Einflugschneisen des Zentralflughafens zur Tortur. Der fast pausenlose Lärm von Maschinen aller Art bringt die Anwohner an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. 400 Starts und Landungen am Tag erschüttern vor allem die Häuser an der Oderstraße bis in die Grundmauern. Bei Westwind werden die Wohnungen von den rußigen Abgasen derart verschmutzt, dass die Fenster selbst bei hochsommerlichen Temperaturen geschlossen bleiben müssen. Meine Gesellschaft, Stadt und Land, Wohnbaugesellschaft, hat mir gesagt, ich soll mich in die Tauschliste eintragen. Ist natürlich illusorisch, dann müsste ja schon verrückter sein, der hier noch zur Oderstraße mit mir tauscht. Wie sich die Zeiten ändern. Heute muss verrückt sein, wer aus einer Wohnung mit Blick auf den Flughafen Tempelhof auszieht. Ganz Berlin profitiert davon, dass seit 2010 das ehemalige Flugfeld als riesengroße Grünfläche allen offen steht. Unverbaute Weite. Das Tempelhofer Feld ist ein echter Gewinn für die sonst so enge Stadt. Das finde ich so faszinierend, dass man irgendwie fast schon so, jetzt übertrieben gesehen, die Erdkrümmung vorne sieht, und weil das einfach so riesig ist. Und da bin ich sehr gern. Und ich finde es irre, auf der einen Seite, dass sich eine Stadt wie Berlin mit der Wohnungsnot, die wir jetzt haben und die sich ja noch verschärfen wird in den nächsten Jahren, die sich diese Freifläche leistet. Aber ich liebe Berlin auch sehr dafür, dass die Stadt das tut. Noch stimmt die Mischung im Schillerkiez. Was da alles entstanden ist, ne? Diese Cafés und
Das ist echt ein sehr, sehr cooler Vibe dort. Also ich mag's da. Ja, da würde ich aber auf keinen Fall hinziehen wollen. Ich habe eine Neukölln-Sperre. Also ich habe wirklich keine Lust mehr, wenn ich morgens dann losgehe, dann irgendwelche Leichen aus dem Club, Reste da die Straße entlanglaufen zu sehen mit ihren Hipster-Klamotten und ihren komischen Frisuren und Schnurrbärten und Hochwasserhosen, die dann alle nur Englisch sprechen. Und das ist mir zu... Da bin ich halt einfach schon zu alt für. Doch niemand ist jemals zu alt für einen Kate Bush-Flashmob auf dem Tempelhofer Feld beim Schillerkiez. Zwischen Spree und Görlitzer Park liegt unser nächstes schönes Viertel. Auf Platz 11, der Wrangelkiez. Als hier Rennfahrer um die Wette radeln, da steht er noch, der Görlitzer Fernbahnhof. Zumindest das, was der Krieg von ihm übrig gelassen hat. Von hier fuhren die Züge Richtung Wien, Spreewald oder Görlitz. All das ist Geschichte. Viele Jahre verkommt das Areal als Müllkippe mit Hundeklo. Ich weiß noch, als ich hier Studentin war und ich hatte eine Wohnungsbesichtigung am Schlesisches Tor. Und ich wusste gar nichts über diese Gegend. Und ich bin dann dahin gefahren vom Kaiserdamm, also es ist ein ganz einfacher Weg, bin aus der U-Bahn raus und guckte mich rum. Bin gleich wieder in die U-Bahn gestiegen, bin wieder zurück, weil ich dachte, ich will da nicht wohnen. Das war gar nicht meine Ecke. Aber jetzt ist es wirklich eine coole Ecke geworden. Und ich finde diese Multikulti, diese Mischung zwischen Türkei und die Türkei und die Berlinern, das ist so fantastisch. Und auch das ehemalige Bahngelände kann sich nun als Görlitzer Park sehen lassen. Ja, das ist eher was, wo man sich im Sommer mal rumtreibt. Rund ums Schlesische Tor ist natürlich auch schön zum Sitzen. Da gibt es einen sehr schönen Vietnamesen, wo ich gerne mal hingehe. Und dann hat man ja wunderbar da unten an der Spree diese ganzen Bars und kleinen Clubs, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich da heutzutage überhaupt noch reinkomme. Je älter ich werde, desto eher wird man ja vom Türsteher aussortiert. Das finde ich übrigens auch eine Berliner Unsitte. Wir tun immer so tolerant, aber mittlerweile sortieren wir wahnsinnig viele Leute an Türen aus. Also wenn man einen bunten Abend haben will, dann würde ich empfehlen, sich mal Richtung Wrangelkiez oder so Schlesisches Tor aufzumachen. Da ist natürlich Highlife in Tüten jeden Abend. Also manchmal bin ich dann auch, wenn man so morgens da langkommt, ich komme da manchmal morgens lang und dann sind da, also dann sieht man das, was da nachts los war, ne? Und dann liegen da viele zerbrochene Bierflaschen und so. Das ist dann schon manchmal so ein bisschen, ich denke, oh Leute. Der Wrangelkiez. Ein Paradies für Flaschensammler. Platz 10, der Tempelhofer Hafen. Nein, das ist keine Seepromenade in einem kleinen Ostseestädtchen. Und ja, wir sind immer noch mitten in Berlin. Tempelhofer Hafen haben sie ja neu gebaut über die letzten Jahre, sag ich mal, im Ullsteinhaus. Das immer aussieht, finde ich, wie von aus Gotham City, so aus dem Batman-Film. Das hat irgendwie so ein bisschen was Bedrohliches, finde ich sehr aufregend. Und den Hafen haben sie wunderbar gebaut. Ich finde, da kann man wirklich mal im Sommer einfach mal so ein Getränk nehmen und die Seele baumeln lassen. Ein Wahrzeichen Tempelhofs, das expressionistische Ullsteinhaus, erbaut Mitte der 20er Jahre. Manteuffelstraße war die erste Wohnung oder die Wohnung meiner ersten Jahre mit meinen Eltern, wo ich mein Kinderbettchen, mein Babybettchen in der Speisekammer hatte. Tatsächlich an der Küche dran in so einer Speisekammer. Und ich weiß genau, wie es da ausgesehen hat, weil ich war ganz dolle anwesend, auch schon mit zwei. Selbst die Tempelhoferin Kim Fischer wird sich nicht daran erinnern, dass die Lagerhäuser an diesem Binnenhafen mal die modernsten ihrer Art waren. Das ist nämlich über 100 Jahre her.
Noch in den 80er Jahren lagern hier Berliner Senatsreserven. Unweit vom Hafen, gleich auf der anderen Straßenseite, die Uferfabrik. Eine Berliner Kommune besetzt 1979 ganz friedlich das Gelände eines ehemaligen Filmkopierwerks. Von Anfang an steht die Fabrik jedem offen. Die Hausbesetzer bezahlen sogar brav ihre Miete. Alles machen sie gemeinsam. Sie teilen sich sogar das einzige Telefon. Die Lebensgemeinschaft hat sich im Laufe der Jahrzehnte etwas verändert. Schon länger gibt es eigene Zimmer und festgelegte Gehälter. Über 40 Menschen leben heute in der Fabrik. Einige, wie Sigrid Niemer, sind von Anfang an mit dabei. Also tatsächlich war Tempelhof ein ziemlich verschlafener Bezirk 1979. Und wir pflegten immer zu sagen, wem es in Tempelhof gefällt, dem gefällt es überall auf der Welt. So. Und tatsächlich unsere Nachbarn, die waren einerseits neugierig und andererseits aber auch misstrauisch. Und ja, mittlerweile kann man in den, wenn man Wohnungsanzeigen guckt, steht dann da Nähe Uferfabrik. Und das ist sozusagen ein Qualitätsmerkmal. Manchmal heben sogar Hausbesetzer in einem Kiez die Lebensqualität. Bei der Suche nach den schönsten Kiezen im Berliner Süden landet auf Platz 9 Alt-Treptow. Zwischen Neuköllner Schifffahrtskanal, Spree und Landwehrkanal liegt Alt-Treptow. Zu Mauerzeiten eine sehr stille Ecke. Heute eine Art Vorort Kreuzbergs. Komischerweise ziehen gerade viele nach Treptow aus meiner Generation, aus meinem Freundeskreis, die vorher gerne in Kreuzberg gewohnt haben und da nichts mehr finden. Und das Treptow wohl die nächste Wahl. Und natürlich, also wenn man da am Park wohnt, dieser Park, der ist ja riesengroß. Du hast da noch den Plenterwald, da ist ja der alte Spreepark, dieser Vergnügungspark. Da war ich als Kind bestimmt 40 Mal oder so. Meine Eltern müssen wirklich, die müssen aus der Haut gefahren sein, wenn das Kind schon wieder am Sonntag in den Spreepark wollte. Was für den Westberliner nach Mauerfall der Spreepark, das bleibt für den Ostberliner der Kulturpark. Zwei Namen, gleiche Adresse. Also wenn ich alleine über den Kulti anfange zu reden, über den ehemaligen Kulturpark, so, wo Eltern eines Klassenkameraden gearbeitet haben, da sind wir nach der Schule hin mit den Fahrrädern über Bormschen Weg von Schöneweide bis in Plenterwald. Und die haben in so einer Bude gearbeitet, wo es Quarkkeulchen gab, mitten auf dem Kulti. So. Und da wurde immer ein Fuffi zugesteckt von Vatern und der hat alle Klassenkameraden so eine Riesentüte mit Quarkbällchen in die Hand gedrückt. Und dann sind wir da auf diesem Riesengelände, was damals ja noch offen war, das war für uns das Größte. Lang ist es her. Noch heute viel besucht das eindrucksvolle russische Ehrenmal im Treptower Park. Nur einen kurzen Spaziergang von Alt-Treptow entfernt. Ich find, es hat wahnsinnig viel Lebensqualität, aber da frage ich mich immer, ich war da nie zu DDR-Zeiten, erst nach der Wende. Wie muss das früher gewesen sein? Weil das war ja zum Teil regelrecht eingekesselt. Das muss ein ganz komisches Gefühl gewesen sein. Heutzutage ist es natürlich toll. Ne? Also wunderschöne Häuser, perfekte Lager, du bist überall ganz schnell dran. Eine der unterschätzten Gegenden von Berlin, finde ich. Alt-Treptow liebe ich. Also ich bin ein totaler Alt-Treptow-Fan. Ich wohne da ja. Alt-Treptow ist natürlich beliebt, denn es ist ein Kiez am Wasser und hat außerdem einen Strand und ein Schwimmbad in der Spree. Von Treptow geht es zurück nach Schöneberg. Platz 8. Der Akazienkiez.
Ein Kiez, der sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hat. Schon zu Westberliner Zeiten macht es Spaß, die Gegend rund um die Akazienstraße zu besuchen. Also Akazienkiez, da wohnen halt so, oh Gott, ich sag immer so, da wohnen halt so Deutschlehrerinnen in Rente mit so Holzschmuck und die dann so in so einen Apfelladen gehen und sich Äpfel vom Nebenanbauern holen. Es ist ein sehr schwieriger Kiez, finde ich. Es ist mir viel zu Bildungsbürgertum und so ein bisschen auch in sich selbst ruhend auch so ein bisschen, naja, ein bisschen was Besseres im Akazienkiez. Das merkt man schon ein bisschen. Ich hoffe, du wohnst da nicht. Es gibt nur wenige, die in diesem Kiez nicht würden wohnen wollen. Könnten sie hier eine Wohnung finden und die dann auch noch bezahlen? Die Akazienstraße ist schon immer so, finde ich, wandelt sich so ein bisschen. Da machen so Chia, Shishi-Läden auf. Die machen aber auch teilweise relativ schnell wieder zu. Also ich habe der Kiez stößt das dann, wenn es zu sehr Prenzlauer Berg ist, dann stößt der Kiez das auch wieder ab, ist mein Eindruck. Und die Akazienstraße ist ja schon was total Besonderes. Es gibt ja nicht mehr viele Straßen, wo es so viele inhabergeführte kleine Läden gibt, die von, weiß ich nicht, Schmuck bis Lampen, Elektro, zweiter Hand Gedöns verkaufen. Ein Geschäft, das hier seit über 90 Jahren existiert, der Stoffladen Fichu. Bereits die Eltern von Oleg Iljapur verkaufen hier edle Gewebe. Der Sohn iranischer Einwanderer hat sein ganzes Leben in diesem Kiez verbracht. Diese Straße war immer die schönste Straße in Berlin. Alle Taxifahrer haben erzählt, dass das die schönste Straße in Berlin ist, weil sie erinnert so an Paris. Weil wenn die Bäume blühen und die Leute draußen sitzen und es ist warm, ist es eine Straße, in der sie alles kaufen können, was sie zum Leben brauchen. Gut, jetzt sind viele Fressläden hier entstanden und so weiter. Aber diese Straße war immer wahnsinnig bevölkert. Vor dem Mauerbau, da liefen die ganz, da war das hier wie auf dem Kuhdamm. Sie haben ja keinen Parkplatz gekriegt, obwohl im Grunde genommen nur ganz wenige Leute ein Auto hatten. Selbst als er noch schwarze Haare hatte, war er ein Stoffhändler mit Prinzipien. Kunden sollten ihn besser nicht nach Synthetikfasern fragen. Manchmal kommen Leute zu mir, sagen, ja, ich will hier so ein schönes Polyester und so. Ich sage, ich habe kein Polyester, aber Sie müssen doch Polyester haben. Polyester ist doch ganz modern. Sage ich, ich habe kein Polyester, wir führen nur noch Naturfaser. Da sagen sie, aber wieso führen Sie denn nur noch Naturfaser? Polyester ist doch ganz aktuell. Sage ich, wissen Sie was, jetzt gehen Sie endlich raus. Ich habe Ihnen doch schon dreimal gesagt, ich habe kein Polyester. Aber Polyester, ich sage, es reicht jetzt endlich. So, das heißt, die sind so konditioniert, sind völlig verblödet, manche Leute. Es ist schon etwas Besonderes, im Akazienkiez einkaufen zu gehen. Unser Spaziergang durch die schönsten Kieze im Berliner Süden führt uns wieder nach Kreuzberg. Auf Platz 7, der Gräfe-Kiez. An einem schönen Sommerabend fährt halb Kreuzberg zum Entspannen an den Urbanhafen. Ich wohne jetzt nicht weit vom Gräfe-Kiez und ich finde, es ist einer der schönsten Kieze der Stadt. Also für mich ist das mein Kiez und der Kiez. Der hat sich natürlich auch wahnsinnig verändert. Ich wohne jetzt so 10 Jahre in Kreuzberg und selbst in diesen 10 Jahren ist unglaublich viel passiert. Und ich könnte mir da jetzt keine Wohnung mehr leisten, wenn ich jetzt eine anmieten müsste. Das finde ich wahnsinnig traurig, dass das nicht mehr geht. Gräfe-Kiez ist wieder eher so, da wohnt eher so wieder die Champagner-Sozialisten, sagt mein Mann ja immer. Da ist das Geld im Gräfe-Kiez. Früher ist das Geld allerdings ganz woanders. Der Zickenplatz anno 1983. Berlin,
6 Uhr morgens. Telefoniert wird hier nicht. Es sind die Stadtstreicher vom Zickenplatz, die in den Zellen noch ein wenig Schlaf und Wärme suchen, wenn sie ihr Nachtquartier in der geheizten Bedürfnisanstalt vor der Putzkolonne geräumt haben. Obwohl ich zwischendurch gearbeitet habe, aber trotzdem, wenn ich von der Arbeit kam, immer hierher, weil ich nicht wusste, wohin. Und hier habe ich meine Kumpels gefunden, meine Freunde. Noch heute ist der Gräfekiez ein Ort, um Freunde zu treffen. Rund um die Admiralbrücke ist immer etwas los. Zu beinahe jeder Uhrzeit. Abends auf der Brücke sitzen und einfach Bier vom Späti trinken und vielleicht sich dann noch eine Pizza holen und dann seinen Müll wieder wegräumen danach. Aber das mag ich einfach so vom Lebensgefühl, deswegen freue ich mich da eigentlich immer drüber. Aber ja, wie gesagt, wenn ich da wohnen würde, würde ich es bestimmt nicht lustig finden, wenn es jeden Abend da Halligalli ist. Und auf Platz 6, das Bayerische Viertel. Seine Pracht hat der Bayerische Platz im Krieg verloren. Doch ganz in Ruhe entspannen kann man hier nach wie vor. Ein bisschen verschlafen ist es schon am Bayerischen Platz. Aber man ist natürlich auch schnell da, wo es überhaupt nicht mehr verschlafen ist. Du bist ja 1-3 da am Neuendorfplatz. Und also wenn du auf der Suche nach Party bist, dann hast du es vom Bayerischen Platz auch nicht weit. Und das ist ja vielleicht auch das Verlockende. Weil die meisten wollen ja ruhig wohnen. Und das kannst du in Berlin tatsächlich auch mitten in der Stadt in vielen Kiezen. Das ist natürlich wirklich was Besonderes, finde ich. In diesem schmucken Altbau wohnt eine wahre Kiezgröße. Star-Visagist René Koch hat in seiner Wohnung ein Lippenstiftmuseum untergebracht, das besucht werden kann nach Voranmeldung. Seit vielen Jahrzehnten ist er im Bayerischen Viertel zu Hause. Na, ich finde, das Viertel ist was ganz Besonderes. Es hat auch einen gewissen Flair. In dem Viertel wohnten ja viele Literaten. Also wenn man bedenkt, in den 20er Jahren, das Haus 1901, Fahrstuhl, Heizung, Warmwasser, Dienstbotenaufgang, Dienstbotenräume. Also in denen wohne ich zwar jetzt, aber da haben früher die Dienstboten gewohnt. Das ist schon toll. Das Bayerische Viertel bietet René Koch alles, was er zum Leben braucht. Also ich bin eigentlich hier sehr zufrieden. Es ist Kiez. Und Kiez ist auch Heimat irgendwie. Nicht? Also das, hier ist alles. Also wenn ich zum Kudamm gehe, also zu Udo gehe, dann sage ich ja noch regelrecht zu meinem Partner, ich gehe mal zum Kudamm. Obwohl das ja, ne? Ja, und wenn ich in die Friedrichstraße gehe, dann sage ich ja noch so nach dem Motto, ich gehe mal nach drüben. Ist so. Großbürgerliches Quartier mit großen Wohnungen, großen Innenhöfen, großen Treppenhäusern, sehr schöne Treppenhäuser. Es lohnt sich immer, da mal reinzugucken. Und dann dem großen Trauma, dass eben ein wesentlicher Teil der Bevölkerung vertrieben oder ermordet wurde. Was aber eben interessanterweise auch im Bayerischen Viertel zu diesem wirklich einzigartigen Denkmal führte mit den kleinen Straßenschildern. Auf den Schildern sind viele der irrsinnigen Gesetze nachzulesen, die die Nazis gegen die jüdische Bevölkerung erlassen hatten. Auf Platz 5, der Viktoria-Luise-Platz. Selten wirkt Berlin so vornehm wie hier. Rund um einen der schönsten Plätze der Stadt. Dieser Platz ist nicht dazu da, dass man da groß Rummelbummel macht, dass man da irgendwie eine Jause veranstaltet oder sonst was. Dort soll repräsentiert werden. Da geht man eigentlich mit der Familie am Sonntag einmal rund um den Platz rum und zeigt sich, dass man gute Klamotten hat.
Das ist auch wie aus einer anderen Zeit, finde ich. Und es ist alles so, alles am Kudamm letzten Endes. Alles so eine auf dem Weg zum KDW. Da fühle ich mich auch beheimatet mittlerweile. So opulent wie der Platz sind auch die Altbauten. Großbürgerliche Wohnträume der Jahrhundertwende. Ja, Viktoria-Luise-Platz ist natürlich eine wahnsinnig schöne Ecke. Also da würde ich bin neulich da lang spaziert mit meinem Mann, da würde ich tatsächlich gerne wohnen wollen, weil das halt da optisch so wunderschön ist, so diese Gründerzeitbauten und dieser Platz mit diesem Springbrunnen in der Mitte und diese Blumenbeete. Und das hat schon wirklich was sehr Apartes. Vielleicht ziehe ich da mal hin, aber das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu seriös, da zu wohnen. Ich brauche ein bisschen mehr so das Dreckige auch noch. Mit 55 vielleicht nicht mehr. Wir bleiben in Schöneberg und besuchen einen weiteren schönen Kiez im Süden Berlins. Denn auf Platz 4 landet Friedenau. Ich habe auch letztens erst eine Ecke entdeckt, wo ich dachte, ach, ist hier schön. Das war Friedenau, wo ich dann dachte, ach, kenne ich gar nicht, ich wusste gar nicht, dass Friedenau so hübsch ist. Wenn in den Zeziliengärten die Kirschbäume blühen, ist Friedenau sogar noch einen Tick hübscher. Leben in einem Denkmal. Die Wohnsiedlung entstand Mitte der 20er Jahre. Mein Vater hatte da sein Geschäft. Mein Vater war Apotheker und hatte in Friedenau am S-Bahnhof seine Apotheke. Und von daher kenne ich die Ecke ganz gut und das ist richtig lauschig. Lauschig ist es in Friedenau schon früher, doch der Kiez ist bedroht. Die Abendschau berichtet 1979. Die Bürgerinitiative für Friedenau macht sich Sorgen um Friedenau. Diesmal geht es um das Haus Lauterstraße 2728. Der Abriss steht unmittelbar bevor. Heute Morgen gegen 6 Uhr erwarteten einige Friedenauer die Bagger. Die Mitglieder der Bürgerinitiative vermuten, dass mit jedem Haus, das stirbt, etwas von dem typischen Charakter Friedenaus verloren geht. Das Haus ist nicht zu retten. Doch zum Glück stehen in Friedenau noch heute viele prächtige Altbauten. Man ist eigentlich relativ schnell im KDW, man ist relativ schnell am Kudamm. Und es ist komplett ruhig, mitten in der Stadt Berlin, mitten in Friedenau. Du hast kein Wort, außer ein paar Kinder, die spielen und Spaß haben. Das ist schon sehr, sehr geil. Einmal im Jahr ist es in manchen der Häuser gar nicht mehr so ruhig. Die kulturinteressierten Friedenauer zieht es dann in die Hausflure, zu den sogenannten Treppenhauskonzerten. Verschiedene Treppenhäuser, verschiedene Chöre, ein Ereignis im Dorf Friedenau. In der Friedrich-Bergius-Schule am Perelsplatz treten Divertimento auf. Der Chor ist extra für diesen Auftritt aus dem Westerwald angereist. Wirkt das hier für Sie dörflich? Hier schon. Ja. Nicht? Jetzt hier gerade an dem Platz? Nee. Vielleicht nicht mit meinem Dorf nicht. Nein. Also ich habe es als sehr ruhig empfunden, als ich hier reingekommen bin von der U-Bahn aus und habe gedacht, auch das ist schon ein bisschen ein dörflicher Charakter. Also, ist zum Teil ruhiger als erwartet. Ja. Schön und ruhig ist es hier. Kein Wunder, dass Schriftsteller wie Günter Grass oder Max Frisch in Friedenau zu Hause waren. Auch die Gesangsgruppe Comedian Harmonists wurde im Kiez der Dichter und Denker aus der Taufe gehoben. Ananas, Banane, Ananas. Zurück nach Neukölln, auf Platz 3. Alt-Rixdorf. Im Westen die turbulente Karl-Marx-Straße, im Nordosten die noch lautere Sonnenallee. Und genau dazwischen der Kiez Alt-Rixdorf, die Wiege Neuköllns.
Als wir da hingezogen sind, war das eine geile Gegend. Dann gab es eine Zeit, da wurde das, rough. Aber ich komme da, ich bin da aufgewachsen. Man würde heute neudeutsch sagen, es ist so meine Hood. Aber es war so unsere Gegend und jetzt entwickelt sich das gerade richtig geil. Also Neukölln darfst du nicht unterschätzen. Es sind böhmische Flüchtlinge und ihre deutschen Nachbarn, die den Kiez groß machen. Doch die Erinnerung an Rixdorf verblasst. Schon vor 50 Jahren. Das war ein Stadtteil von Berlin. Tja, was soll man über Rixdorf sagen? Ist alt. Rixdorf, da bin ich geboren. Ich sage Ihnen, Rixdorf ist Musik, weiter wissen wir nicht. Zu dieser Erkenntnis dürften wohl die böhmischen Einwanderer beigetragen haben, deren heimatliche Tänze und Melodien bald in ganz Berlin populär wurden. Auf der einstigen Dorfaue klingt der Hammerschlag aus der Hufschmiede wie vor Generationen. Neben den unansehnlich gewordenen Mietskasernen vergangener Jahrzehnte duckt sich die kleine Kirche aus dem 15. Jahrhundert. In Straßenschildern ist das einstige Richardsdorf noch wiederzufinden. Und im Straßenpflaster der Nachweis, dass Rixdorf eine selbstständige Stadt war. Ich liebe diesen Weihnachtsmarkt da, das ist ja so nett gemacht. Und diese ganzen Leute, die da ihre selbst gehäkelten Tischdecken verkaufen. Und da hat man das Gefühl, die freuen sich das ganze Jahr nur auf dieses eine Wochenende. Auch eine Gegend, wo ich immer so spazieren gehe und ich denke mir, ja, ich bin auf dem Land und ich gehe, weiß nicht, ich schaue mir gerade Pferde an und ich bin eigentlich mitten irgendwie in Neukölln. Das sind so Gegenden, die ich immer wieder in Erinnerung habe, aber ich treibe gerade bestimmt die Mietpreise richtig hoch. Das war dann so ein Ort, wo ich dachte, oh, das ist ja toll. Aber dann ist man da rausgefahren, dann war man schon wieder in einer Ecke, die echt hässlich war. So ist halt Neukölln. Das Tolle und das Hässliche liegen manchmal nur eine Querstraße voneinander entfernt. Und auf Platz 2 der Winterfeld-Kiez. Bei Tag schön, bei Nacht super. Schon in den 20er Jahren wird in dem Kiez zwischen Winterfeld und Neulendorfplatz gerne und wild gefeiert. Und das alte Metropoltheater erlebt in den 80er Jahren eine Renaissance als Großraumdisco. Du konntest nicht gut flirten, weil das so weit auseinander ist und dann auch noch auf zwei Ebenen. Da gab es noch einen zweiten Stock. Wenn du mal irgendwann einen Typen gesehen hast, der dir gut gefallen hat, hast du dich mal kurz weggedreht, war der weg. Und den hast du nicht wiedergefunden. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass in dem Kiez viele Typen nicht wiedergefunden werden wollen. Zumindest nicht von Frauen. Bereits seit über 100 Jahren zieht es Schwule, Lesben und Verwandte in diese Ecke Berlins. Da fühlt man sich als schwuler Mann doch einfach wohl. Und ich setze mich auch gerne im Sommer in eine Maaßenstraße mit meinem Mann und wir trinken ein Bier zusammen und gucken einfach Leute. Und da kann man ja wirklich Leute gucken. Und das Lustige ist ja, am Winterfeldplatz und die Maaßenstraße, da mischen sich halt auch die Szenen so. Also man sieht halt, also da ist ja nachts doch oft auch mal ein bisschen Kriminalität, tagsüber nicht. Aber da mischen sich so ein bisschen so die prolligen Halbkriminellen und die Rentner und die Supertunten. Das ist alles so zusammen. Ich habe das Gefühl, jeder findet da irgendwie so seinen Platz und es interessiert auch niemanden. Also wenn ich da morgens ohne Hose aus dem Haus gehen würde, würde es auch niemanden interessieren. Szeneviertel kommen und gehen, doch im Winterfeld-Kiez geht die Party immer weiter. Das ist sehr schön, gerade der Winterfeld. Oh, da, wenn Markt ist, das ist so toll da. Manche fahren extra für diesen Markt durch halb Berlin. Hier zeigt sich der Kiez von einer ganz anderen Seite. Es ist auch ein bisschen spießig, es ist spießiger als Kreuzberg. Aber es hat natürlich auch eine große queere Szene, die es dann wieder auch wahnsinnig schön macht und eben nicht so Schwabenländle.
Also es ist schon, finde ich, eine tolle Ecke. Kann man super essen gehen? Ja, auf den Winterfeld-Kiez, auf den ist Verlass. Welcher Kiez hat schon einen Wasserfall vor der Haustür? Definitiv ist das ein Pluspunkt. Der schönste Kiez im Berliner Süden. Unser Platz 1. Der Bergmann-Kiez. Irgendwas ist immer los rund um die Bergmannstraße. Renntag in Kreuzberg. Auf dem Mehringer Damm starteten die Prototypen der Formel 0, nischt, auch Seifenkisten genannt. Sie fahren ohne Motorkraft. Trotzdem ging es zu wie bei einem richtigen Rennen. Michael Barzecher, 14-jähriger Schüler aus Neukölln, jagt wie ein Pfeil über die Piste. Und da kommt er, ungeschlagen, ins Ziel. Wie fühlt man sich denn als Berliner Seifenkistensieger? Ja, das kann man nicht ausdrücken. Also das ist ein schönes Gefühl, ist es, ja. Auch der Bergmann-Kiez löst schöne Gefühle aus. Da habe ich mal um die Ecke gearbeitet, bevor ich mich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgestellt habe. Habe ich mal in dem Büro gearbeitet, da um die Ecke beim Heinekeplatz und jeden Mittag in die Markthalle zum Mittagessen, das hat schon was. Früher ist das Leben im Kiez noch ein ganz anderes. Ich werde nie Kinder haben und ich möchte auch keine Kinder haben. Mir wäre es da ein bisschen zu familienmäßig. Weißt du, was ich meine? Und das war halt früher anders. So viel schade, aber meine Güte, Kieze verändern sich nun mal. Wir sind ja nicht im Stillstand wie vor Mauerfall. Bergmannstraße kenne ich ja noch, da war das, ey, das war wie Wedding. Bergmannstraße war, da hat's ja, die Miete hat ja gar nichts gekostet. Auch Häuser und so, das kostet einfach, das war ja nichts. Und jetzt, ich bin oft in der Bergmannstraße, weil ich da gern essen gehe. Gibt's geile Restaurants, ganz nette Menschen. Lustige Steuerverschwender-Idee gewesen mit diesen gelb-orangen, wie hat man das genannt, Begegnungsstätten? Begegnungsstätten? Großartig. Die wurden genutzt wie Hulle. Diese Verkehrsberuhigungsideen sind schon wieder Schnee von gestern. Aber den Politikern wird sicherlich wieder etwas Neues einfallen. Daher wird es nie langweilig im Bergmann-Kiez. Es ist halt witzig, weil das ja Kreuzberg ist. Ne? Es ist total irre, dass das auch Kreuzberg ist, verglichen mit dieser, ich sag's immer noch, 36er-Gegend. Das ist schon Tag und Nacht der Unterschied. Ne? Noch ein Pluspunkt, die Gegend wird im Krieg kaum durch Bomben zerstört. Rund um die Bergmannstraße bekommen Besucher daher einen Eindruck, wie Berlin vor über 100 Jahren einmal ausgesehen hat. Nur die Geschäfte und Menschen sind ganz gegenwärtig. Wenn jetzt ein amerikanischer Freund zu mir käme und gesagt, ey, pass auf, wir müssen nach Berlin, wir haben 3 Tage was, da wäre die Bergmannstraße dabei. Also, Völker der Welt, kommt in diesen Kiez. Denn hier ist Berlin so, wie es sein sollte. Bunt, freundlich und ein kleines bisschen neben der Spur. Unser Platz 1, der schönsten Kieze im Berliner Süden. Der Bergmann-Kiez. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein. Ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du.